Heute erkläre ich dir, was Einstellungsgrößen sind, denn wenn du sie verstehst, kannst du viel bessere Videos machen. Hey, ich bin Malte und willkommen auf meinem Kanal. Wenn du ein Video oder einen Film drehen möchtest, dann ist es immer extrem wichtig, sich vorher zu überlegen, was genau man erreichen möchte mit unterschiedlichen Szenen. Und Einstellungsgrößen haben unterschiedliche Bedeutung und daher ist es wichtig, dass du verstehst, wann man sie benutzt und was sie eben bedeuten. Aber was genau ist jetzt eigentlich eine Einstellungsgröße? Als Einstellungsgröße bezeichnet man das Größenverhältnis des abgebildeten Menschen zur Bildfläche. Also das bedeutet, wie weit ist die Person weg? Und generell dienen die Namen der Einstellungsgrößen dafür, dass jeder am Set weiß, worum es geht. Also wenn du mit mehreren Leuten zusammendrehst und du bist der Kameramann zum Beispiel und der Regisseur sagt, lass mal eine Nahe drehen, dann weißt du genau, okay, so muss das aussehen. Und dann ist alles klar und es gibt nicht tausend Diskussionen. Fangen wir mit der ersten Einstellung an, das ist die Supertotale. Und die wird meistens dafür benutzt, um zum Beispiel eine Landschaft oder eine Stadt zu zeigen. Du kennst es bestimmt, wenn du eine Serie schaust und dann sieht man New York von oben, entweder aus dem Helikopter oder mit der Drohne gefilmt. Und dann weißt du, okay, dieser Film, dieses Video wird in New York spielen. Oder du siehst einen großen Wald und weißt, okay, wir sind im Wald. Da geht es wirklich noch gar nicht um die Menschen, denn wenn man irgendwie Menschen sieht, dann sind sie nur ganz, ganz klein. Also eine Supertotale ist so ein Establishing Shot, also so eine Einführung in das Video, in den Film. Und wir wissen eben gleich, an welchem Ort dieser Film spielen wird. Die nächste Einstellung ist die Totale. Und hier werden auch schon die Menschen eher in den Vordergrund gerückt. Die Totale gibt nicht mehr geografische, sondern räumliche Orientierung. Also ist man nicht mehr in der Luft und sieht einen Wald, eine Stadt von oben, sondern man ist im Wald, man ist in der Stadt und sieht schon vielleicht die ersten Personen oder die ersten Sachen, um die es gleich gehen wird. Wenn es in der Totale, die wir nehmen, schon wirklich um unsere Hauptpersonen geht, sieht man sie von Kopf bis Fuß, aber es sind auch noch viele andere Sachen drumherum. Auch eine Totale wird dafür genommen, um eine Szene einzuführen. Also wenn man nicht angefangen hat mit einer Supertotalen, fängt man vielleicht mit einer normalen Totalen an. Als nächstes haben wir die Halbtotale. Auch hier wird die Person nochmal näher in den Fokus gerückt. Und hier ist es auch so, dass man die Person trotzdem von Kopf bis Fuß sieht, aber Kopf und Fuß sind schon sehr, sehr nah am Bild. In der Halbtotalen können wir zum Beispiel auch schon eine Menschengruppe sehen, die zusammensteht und wir wissen, okay, vielleicht ist das gleich etwas, was wir näher erfahren. Aber auch hier ist der Dialog noch nicht das Wichtigste, sondern es geht erstmal darum, okay, vielleicht drei Personen, die miteinander sprechen, um die könnte es gleich gehen. Und in der Halbtotalen rückt halt der Mensch nochmal näher in den Fokus und die Umgebung wird schon langsam hintergründiger. Als nächstes kommt die amerikanische Einstellung. Die kommt eigentlich eher aus alten Westernfilmen und wird gar nicht mehr so oft benutzt. Sie ist halt dafür da, um beim Duell die Person das Gesicht zu zeigen, wie sie angespannt ist und um auch die Hand beim Revolver zu sehen, wie sie schon nervös zuckt, um gleich den Revolver zu ziehen. Genau, das ist halt einfach eine Einstellung, die so verbreitet nicht mehr ist. Kommen wir zur nächsten Einstellung, das ist die halbnahe Einstellung und hier sehen wir die Person von Kopf bis zur Hüfte ungefähr. Diese Einstellung ist uns eigentlich am vertrautesten, denn wenn wir jetzt so ein Gespräch führen, zwei Leute, wir stehen uns gegenüber, dann ist das auch so ungefähr, wie wir eine andere Person sehen. Eine halbnahe wird immer dann benutzt, wenn Mimik und Gestik eine Rolle spielen. Also wenn es nicht nur darum geht, was passiert im Gesicht, sondern auch, wie gestikuliert eine Person, wie agiert sie mit ihren Händen. Bei der halbnahen Einstellung haben wir die Beobachterposition verlassen und sind jetzt wirklich schon mittendrin. Jetzt kommt die nahe Einstellung und hier sieht man die Person von Kopf bis so ein bisschen unter den Schultern und hier geht es hauptsächlich um die Mimik, also was passiert im Gesicht. Die Hände sind egal und was auch sonst im Körper ist, das sieht man schon gar nicht mehr in der nahen Einstellung. Eine Naheinstellung dient also dafür, um Reaktionen zum Beispiel von der Person aufzunehmen. Also wenn einem gesagt wird, dein Vater ist gestorben, wie entgleist das Gesicht, wie fangen die Tränen an? Dafür ist die nahe Einstellung. Die nächste Einstellung heißt große Einstellung oder große oder sie wird auch Close-up genannt, was irgendwie verbreiteter ist, weil große Einstellung irgendwie komisch klingt. Hier wird der Kopf schon angeschnitten und ein ganz bisschen vom Hals ist aber auch noch mit drin. Hier liegt der Fokus wieder auf der Mimik, ganz klar, und hier können auch einfach noch krassere Emotionen, also wenn jemand wirklich wütend ist, wie sich das Gesicht verzieht, das kann man in so einem Close-up halt sehr, sehr gut festhalten und generell einfach noch mal näher dran sein, um mitzubekommen, wie die Person auf etwas reagiert. Nun kommen wir zur Detaileinstellung oder Detail und die ist schon mal einfach eine Einstellung von zum Beispiel einer Hand oder von einem Auge, von einer Nase, von einem Mund,
von sehr nahen Gegenständen. Oder wenn man zum Beispiel, die Hauptperson greift den Kaffeebecher, dann schneidet man um und sieht, wie die Hand nach dem Kaffeebecher greift. Das ist so ein Detail-Schuss. So eine Detail-Aufnahme kann auch immer so eine gewisse Symbolik haben. Also zum Beispiel, wenn man die Pistole sieht, wie langsam der Abzug gedrückt wird, dann weiß man, okay, gleich passiert was. Oder eine tickende Uhr, man weiß, die Zeit läuft ab. Oder ein Countdown von einer Bombe oder eine Träne, die langsam aus dem Auge rausläuft. Das sind klassische Detail-Shots. Wenn du zum Beispiel Produkte filmst, also jetzt irgendwie für einen YouTube-Kanal, so ein Handy-Review, dann erklärst du zum Beispiel, ja, die Kamera ist super cool, dann zeigst du nah die Kamera. Oder du sagst, die Knöpfe sind super cool, dann zeigst du halt nah die Knöpfe. Auch dafür sind dann Detail-Aufnahmen. Damit habe ich dir einmal gezeigt, was alle Einstellungsgrößen sind und wie sie genau heißen, so dass du sie auch jetzt für deine Videos benutzen kannst. Und wichtig dabei ist halt wirklich immer zu wissen, was die Bedeutung davon ist und wann man sie eben benutzt. Und es ist halt auch so, dass man gewisse Sachen nicht unbedingt hintereinander schneiden sollte. Also so drei Totalen hintereinander könnte total komisch wirken und wirkt auch meistens extrem komisch. Aber zum Beispiel mehrere Detailschüsse, also wenn jetzt Polizei kommt an Tatort und dann sieht man da eine Leiche, da die Pistole und da den Blutfleck und das geht. Also Details kann man sehr, sehr gut aneinander schneiden. Aber man muss halt sich immer bewusst darüber sein, welche Einstellungen passen zusammen und auch wie benutzt man bestimmte Einstellungen. Also man kann zum Beispiel erstmal eine Totale zeigen vom Raum und da sieht man dann schon alles, okay, Leiche und bla bla bla. Oder man zeigt zum Beispiel erstmal Detail-Shots, wo man eine Person das Gesicht sieht und sie hat die Augen auf, man weiß nicht genau, was ist da los. Dann sieht man irgendwo ein Messer und dann sieht man vielleicht Blut und dann sieht man die Totale. Also man kann wirklich unterschiedliche Art und Weisen das Ganze benutzen und so dann einfach unterschiedliche Emotionen auch einfach erreichen. Also will man klassisch gleich einführen, worum es geht, oder will man vielleicht erstmal neugierig machen. Hast du noch Fragen zu Einstellungsgrößen, dann schreib sie doch einfach gerne mal unten in die Kommentare. Und bist du neu hier auf dem Kanal, dann würde ich mich über ein Abo freuen, denn hier lernst du bessere Videos zu drehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, gib mir gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Video.